Die ORF Tirol Pflanzerei. Präsentiert von der Blumenwelt Hödnerhof in Mils und Ebbs. Willkommen zu einer scharfen Pflanzerei heute. Der Feuerlöscher steht bereit. Heute geht es um Chili und Paprika und was da so alles zu dieser feurigen Gemüsefamilie dazugehört. Ja, es ist eine große Familie mit kleinen und großen, dicken und dünnen Verwandten. Peperoncini, Chili, Peperoni, Paprika. Ja, so verschieden die auch sind in Form und Geschmack, bei der Pflege gibt es doch Gemeinsamkeiten. Ja, wenn man sich so ein Paprikapflänzchen zulegt, dann sollte man die erste Blüte ganz besonders behandeln, und zwar die erste Blüte abschneiden. Aha, klingt jetzt aber ein bisschen arg. Ich meine, da müht sich das Paprikapflänzchen, bringt dann die erste kleine Blüte hervor und dann kommt der Peter, zack, und bricht diese Blüte ab. Also nett ist das nicht. Mit Nettigkeit kommt man nicht immer zum Erfolg, Thomas. Das Ausbrechen der Königsblüte hat zur Folge, dass die Pflanze mehr Blüten bekommt und dadurch mehr Früchte ansetzt. Chili und Paprika stehen auf die strenge Erziehung, kommt mir vor. Manche wollen jetzt ganz besonders scharfe Chili ernten. Was kann ich da machen? Pfeffer ins Gießwasser oder so? Aber nein, Thomas. Aber man kann was anderes tun. Nur so viel Gießen wie unbedingt nötig, sodass die Pflanze einen leichten Trockenstress hat. So kann man sie den Schärfegrad selber einstellen. Aber es hängt natürlich auch vom Sommer und von der Sorte ab, wie scharf die Früchte werden. Die Schärfe von Chilis, habe ich gelesen, stärkt das Immunsystem, wirkt antibakteriell, kurbelt den Kreislauf an und macht auch glücklich. Peter, traust du dich hineinbeißen? Eigentlich bin ich schon recht glücklich, Thomas. Umso besser. Wir fassen zusammen. Bei den Chili-Pflanzen die erste Blüte, die Königsblüte, herausbrechen für mehr Ertrag und so ein bisschen an Trockenstress, dann werden sie schärfer. Und ich überlege mir, wie glücklich ich bin. Aber ich meine, ein bisschen Glück, oder? Die ORF Tirol Pflanzerei. Präsentiert von der Blumenwelt Hödnerhof in Mils und Ebbs.